Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, und jetzt kommt er ausführlich zu Wort. Sie haben ihn ja um 20 Uhr schon als Breaking News gesehen. Dominik Knepp hat uns heute verkündet, dass es morgen in Wien einen Sondergemeinderat geben wird, originellerweise um 12 Uhr, high noon könnte man sagen, wo er dem Bürgermeister die Leviten lesen und das Rathaus zum Wackeln bringen will. Es geht um Favoriten, es geht um Gewalt in Wien, es geht um Zuwanderung in Wien. Dominik Knepp, willkommen bei uns am Vorabend Ihres politischen Amoklaufs. Was ist denn da morgen zu erwarten? Ja, Amoklauf ist es nicht, aber mal danke für die Einladung. Aber Sie haben richtig gesagt, high noon. Ein Zeitpunkt, wo es immer früher auch im Wilden Westen Duelle gab. Ja. Hier ist das Duell mit dem Bürgermeister. Der Cowboy Knepp gegen den Cowboy Ludwig, könnte man sagen. Ja, also es kommt zu einem Duell, es kommt zu einem Showdown. Denn genauso wie ich haben viele Leute in Wien, aber vor allem auch in Favoriten, einfach die Schnauze voll. Und sie haben satt, tagtäglich konfrontiert zu werden mit Medienberichten, aber auch persönlich mit Gewaltexzessen, mit Vergewaltigungen wird dieses kleine Mädchen, dieses Zwölfjährige, über Wochen lang. Messerstechereien und Morde. Es ist ja leider Wien in den letzten Wochen und Monaten verkommen zu einem Kriminalitätshotspot. Und da ist natürlich ein Hauptpunkt Favoriten. Und wir haben dort auch eine Kundgebung gemacht letzte Woche, wo sich zahlreiche Wienerinnen und Wiener auch angeschlossen haben. Und gesagt haben, wir lassen uns es nicht mehr gefallen, dass wir tagtäglich diesen Ausfluss der roten Willkommenspolitik von Bürgermeister Ludwig uns gefallen lassen müssen. Tagtäglich, es werden Leute bedroht, es werden Leute abgeschlachtet, wirklich brutal gesagt. Abgeschlachtet. Wenn man diesen Machetenmord nimmt in der Brigittenau. Also ganz Wien ist einfach jetzt, es gibt eine Welle an einem Gewaltexzess. Und das wollen wir nicht mehr hinnehmen. Und genau deswegen werden wir morgen die Verantwortung festmachen, dass Bürgermeister Ludwig durch eine rote Willkommenspolitik, wo es eine Sozialleistungspolitik gibt ab dem ersten Tag, werden wir morgen debattieren, aber auch Lösungsvorschläge vorschlagen. Nämlich wie zum Beispiel, dass Sozialleistungen wie die Mindestsicherung, wie Gemeindewohnungen nur noch an Staatsbürger ausgegeben werden. Das heißt, dass diese gesamten Asylwerber nicht mehr zu uns angelockt werden. Das reden wir gleich, weil das interessiert mich sehr, was Sie da morgen alles einbringen werden. Aber reden wir zuerst einmal über die Ist-Situation. Ja, die Ist-Situation Ihrer Meinung nach ist Wien ja ein einziges Blutbad. Wenn Sie sich ein Scharnitzel kaufen wollen mit Eis beim Dichi. Ja, das ist unangenehm, wenn man dort jetzt ein Messer in die Rippen kriegt. Nicht nur, nicht nur unangenehm, manchmal auch tödlich. Ja. Also da haben Sie dann hinten sofort einen Messerblock stecken. Ja, also quasi eine Messersammlung im Rücken, wenn Sie einmal zum Dichi gehen, Eis holen. Und so lustig das jetzt vielleicht, jetzt klingt in der Formulierung, so tragisch ist es für die Menschen. Ja. Ich höre tagtäglich Anrufe bei mir in meinem Büro, die Mitarbeiter entgegennehmen, weil ich schaff's gar nicht mehr am Telefon. Ich kriege tagtäglich E-Mails, wo sich die Leute, die sind verzweifelt. Und da geht es jetzt auch nicht nur um, sage ich jetzt mal, den klassischen Österreicher. Es gibt zahlreiche auch österreichische Staatsbürger, die aus Ex-Jugoslawien gekommen sind, die sogar aus der Türkei gekommen sind, die sich dort niedergelassen haben, die alle sagen, wir erkennen unser Viertel nicht mehr, wir erkennen unser Grätzl nicht mehr, das ist nicht mehr Wien. Und genau deswegen gilt es jetzt komplett als Staat und als Souverän Härte zu zeigen, zu sagen, wir lassen uns das nicht mehr gefallen, dass unsere Frauen vergewaltigt werden, wir lassen uns nicht gefallen, dass unsere Kinder angepöbelt werden, wir lassen uns nicht gefallen, dass unsere Staatsbürger mit Messern niedergeschlitzt werden, sondern wir zeigen Härte. Und das geht nur dann, wenn man eine rigorose Politik betreibt, dass die Polizei wieder geschützt wird. Der Herr Bürgermeister wird Ihnen morgen in aller Härte sagen, Sie sollen den Bezirk und Wien nicht dauernd schlecht reden. Ja, Entschuldigung, ich beschreibe nur den Ist-Zustand. Naja, aber, also dass Favoriten ein einziges Blutbad ist, das ist schon ein bisschen übertrieben, Sie, oder? Dann schlagen Sie mal auch Ihre eigene Zeitung ja, schon, auf, wo tagtäglich drinsteht, dass dort ein Messermord ist, dort eine Vergewaltigung, dort wird eine Massenschlägerei, dort die syrische Bande gegen afghanische Bande, dort ein österreichischer Bundeswehrsoldat einem jungen Mädel helfen will und dann selber zwischen den Rippen ein Messer wiederfindet. Es ist einfach aus dem Ufer gelaufen, ja, und genau deswegen verlangen wir,
sofort 500 Polizisten mehr, allein nur für Favoriten. Für Favoriten wollen Sie ja. 500 Polizisten ja. mehr? Und ich kann Ihnen das sagen, sind ja in jeder Straße mindestens drei Polizisten. Ich kann Ihnen sagen, wissen Sie, wie viele Polizisten tätig sind in Favoriten? Ja. 300. Wissen Sie, wie viele? Echt wahr? Ja. 300, Polizisten 300 Polizisten sind dort schon tätig. Ja, und das wollen Sie jetzt verdreifachen. Praktisch. Wissen Sie, wie viele in Linz tätig sind? Linz ein bisschen kleiner. 800, glaube ich. 600, sowas. 600 bis 800. Mhm. Das heißt, doppelt so viel in Linz wie in Favoriten. Ja. Und in Linz herrscht Ruhe und bei uns herrscht Chaos. Das heißt, man kann nur mit einer enormen Polizeipräsenz dort reinfahren und den Menschen dort, diesen Verbrechern und Illegalen, die sich dort aufhalten, zeigen, wir lassen uns das als Gesellschaft, wir lassen uns das als Österreich nicht mehr gefallen, dass dort einfach das Gesetz außer Kraft tritt, dass dort das Recht des Stärkeren gilt, dass dort gilt, wer hat die längere Machete, dass dort gilt, wer hat mehr in der Jugendbande. Ja. Das gibt es nicht mehr. Wir müssen dort endlich im Rahmen zu einer Law-and-Order-Politik kommen, dass jeder, der sich dort schlecht benimmt, einfach festgenommen wird. Dann wird geschaut, ist er Staatsbürger oder nicht. Ist er nicht Staatsbürger, wird er nach Hause geführt. Ist er Staatsbürger, geht ins Gefängnis. Gut, das ist spannend, was ich da sagen werde. Das wird morgen ja für sehr viel Aufsehen sorgen. Bei uns ab 12 Uhr live, wie gesagt. Sie wollen tatsächlich 500 zusätzliche Polizisten für Favoriten. Bis jetzt hat es ja geheißen, 500 bis 1000 Polizisten mehr für ganz Wien. Aber jetzt wollen Sie 500 Polizisten mehr für Favoriten. Was sollen denn die machen? Da haben dann plötzlich 50 Polizisten am Räumerplatz stellen? Oder wie stellen Sie sich das vor? Schauen Sie, es gibt allein das in Favoriten. Und das war ja auch ein Anschlag auf die Sicherheit vom ÖVP-Innenminister Kahner unter Duldung von Bürgermeister Ludwig, weil der hat sich nicht dagegen gewehrt. Der hat sein politisches Gewicht in den Ring werfen können und dagegen opponieren können. Aber nein, in Favoriten werden Polizeiinspektionen in der Nacht zugesperrt. Dort gibt es nur noch einen Notbetrieb. Es werden Überstunden abgebaut in der Nacht. Das bedeutet, dass es keine Polizei mehr auf den Straßen gibt. Und wenn man sich als Staat, der für die Sicherheit der Menschen zuständig ist und verantwortlich ist, sich zurückzieht, sagt, uns kostet die Sicherheit so viel, die haben so viele Überstunden, die können wir nicht auszahlen, die müssen sie jetzt einsparen. Wir haben so viele Polizeiinspektionen, die offen stehen, die können wir nicht mehr besetzen, die sparen wir ein. Dann geht das zu Lasten der österreichischen Bevölkerung, zu Lasten der Gesundheit und man sieht tagtäglich, dass man immer, wenn man die Zeitungen aufschlägt, es dort zu Eskalationen kommt. Deswegen braucht man dort mehr Polizei und da geht es jetzt nicht darum, jetzt, wie Sie jetzt sagen, Patrouillen zu führen, sondern es geht einfach um eine Präsenz der Autorität, um eine Präsenz des Staates. Wenn sich der Staat zurückzieht, überlassen wir Zuwanderergruppen aus Syrien, aus Afghanistan den Raum. Jedes Vakuum, das wir jemals hinterlassen haben, wird gefüllt. Sei es im Bereich der Integration, das spüren wir, oder auch im Bereich Werte, Autorität und die Souveränität über einen Bereich. Und Favoriten, und da sagen mir viele Wienerinnen und Wiener und vor allem Menschen, die dort wohnen, sagen, Favoriten ist gefallen. Das möchte ich aber nicht, das lasse ich auch nicht zu. Favoriten ist gefallen? Die sagen... Was heißt das? Menschen, die dort wohnen, sagen, Favoriten ist gefallen. Das ist nicht mehr Favoriten. Es gibt dort keine staatliche Kontrolle mehr. Ich sage... Sie meinen, Favoriten wurde so eingenommen wie die Ukraine, sinngemäß, oder wie? Nein, Favoriten ist einfach... Dort gibt es eine Machtverschiebung weg hin vom österreichischen Staat, der die Staatsgewalt ausübt, hin zu Jugendbanden, hin zu Clans. Und das wollen wir nicht. Und ich ermutige aber jeden Favoriten und Favoritenerin und sage... Favoriten ist nicht gefallen. Wir Freiheitlichen sind der Schutzwall. Ich war dort letzte Woche und habe dort eine Kundgebung gemacht. Es kamen zahlreiche... Du kannst zu Prügelei mit Journalisten, wie wir wissen, und dann? Es kamen hunderte Favoritenerinnen und Favoriten, die gemeint haben, wir unterstützen dieses Anliegen. Es kamen Bürgerinitiativen aus allen Bereichen, aus Oberla, aus anderen Bereichen von Favoriten, die gesagt haben, wir... machen jetzt, wir sorgen selber für die Sicherheit, weil die Polizei nicht mehr da ist. Und das ist dieser große Vorwurf, den ich mache an die ÖVP, an Innenminister Kahner. Der kommt dorthin, macht eine kurze Show, jeder hat darüber berichtet, eine Stunde später, kaum ist er weg, gibt schon wieder die nächste Messerstecherei. Die Verbrecher,
die tanzen der ÖVP auf der Nase herum. Mhm. Und umso wichtiger ist es, jetzt so schnell wie möglich einen Wechsel herbeizuführen, auch auf Bundesebene, dass es endlich wieder einen freiheitlichen Innenminister gibt, das wird der für Recht und Ordnung sorgt. Das wird das spannende Thema Nummer 1 morgen in dem Sondergemeinderat, 500 Polizisten mehr für Favoriten. Was fordern Sie noch? Wird es dort FPÖ-Anträge geben, die dann auch abgestimmt werden? Es wird viel mehr Anträge geben. Wir machen ein komplettes Maßnahmenpaket. Wir wollen eine Sonderkommission haben für Jugendbanden in ganz Wien. Nicht nur Favoriten beschränkt, wie es jetzt gemacht wird, sondern für ganz Wien. Weil wir sehen ja auch, dass in der Brigittenau im Bereich der Millennium City es dort Banden gibt, es dort die Scharia-Polizei gibt, die jungen Mädels auffordert, nicht so kurze Röcke zu tragen, die Maßregel, dass man ein Kopftuch tragen muss etc. Wir stellen ein Maßnahmenpaket auch im Bereich des Asyls, wo wir den Bürgermeister auffordern, dass er bei der Bundesregierung vorstellig wird, dass es zu einem Asylstopp kommt. Denn es kann nicht sein, dass Menschen ständig über ein sicheres Drittland hierher kommen, Asyl schreien und dann auch noch in Wien entversorgt werden. Ja. Was heißt Asylstopp? Asylstopp heißt finnisches Modell. Es kann nicht sein, dass jemand über ein sicheres Drittland kommt und hier Asyl schreit. Es wird automatisch abgelehnt. Es gibt es nicht, weil er kommt über ein sicheres Drittland. Ich glaube nicht, dass diese Person in Italien verfolgt wird oder in Ungarn. Das wollen Sie über Abnahme des Handys feststellen? Ja, ich weiß ja, wo der rübergekommen ist. Ich meine, man müsste ja nun mal endlich die Grenzen kontrollieren und dann weiß man, woher die Menschen kommen. Jeder, der direkt von Syrien wegfliegt mit dem Flugzeug und dann in Wien Schwechat landet. Ist die Minderheit logischerweise, ja? Ich behaupte, das ist, kann ich an einer Hand abzählen, ja, wie viele Menschen daherkommen. Die Tausend kommen über die Grenze Italien, über die Grenze also Slowenien. Also Asylstopp. Zurück nach sofort. Italien, zurück nach, zu Ihrem Freund Modell. Orban und zurück nach Kroatien, ne? Also nach Slowenien. In Slowenien, genau. Ja, ja. Zum Beispiel. Asylstopp, dann nächste Forderung. Es gibt noch dann eine weitere Überprüfung. Es gibt ja viele, die hier schon hergekommen sind, die Asylberechtigte sind, die nie mehr wieder weit überprüft werden in der Stadt Wien. Das hat jetzt ja auch der Stadtrechnungshof schon festgestellt und auch der Bundesrechnungshof, dass Menschen, die hierher kommen, einmal Asyl beantragt haben, wo einmal der Asylgrund zugesprochen wurde, über die Jahre hinweg nicht mehr wieder kontrolliert werden. Wir wollen, dass jährlich kontrolliert wird, bei jedem Asylberechtigten, ob dieser Asylgrund noch da ist. Mhm. Und sobald er nicht da ist, gibt es nur noch einen Weg und der ist nach Hause. Das heißt, es soll abgeschoben werden. Soll abgeschoben werden. Und das würde uns auch viel Geld ersparen. Man muss das auch immer wieder wiederholen. In Wien wären 700 Millionen allein pro Jahr im Rahmen der Mindestsicherung, nur der Mindestsicherung, 1.120 Euro, glaube ich, derzeit, ne? Um die 1.053, 1.100, ja, wären ausgezahlt an Nichtstaatsbürger. Und davon ist ein Großteil Asylberechtigte und auch subsidiär Schutzberechtigte. Wie viel werden ausbezahlt an Nichtstaatsbürger Ihrer Meinung? 700 Millionen Euro, die nicht meiner Meinung nach, sondern es ist offiziell nachzulesen im Budget der Stadt Wien. Und ich kann Ihnen sagen, was ich mit diesen 700 Millionen machen würde. Ich würde die Schulen ausbauen, die nämlich langsam zerbröseln. Ich würde sorgen, dass es wieder für Sicherheit kommt im Rahmen einer Stadtwache. Man könnte das Gesundheitssystem ausbauen, dass es nicht mehr dazu kommt, dass es Gangbetten gibt, dass OPs verschoben werden müssen, dass Spitäler geschlossen werden, wie das Lorenz Böhler von der AUVA. Es wäre so viel Geld, wirklich so viel Geld für unsere österreichischen Staatsbürger da, wenn man endlich einmal die österreichischen Staatsbürger ins Interesse der Politik an die erste Stelle wieder stellen würde und nicht jeden, der daherkommt, von allen Ecken und Enden der Welt bevorzugen würde. Gut, die da Wiener wären ja, zu Bürger zweiter Klasse. Da werden ja morgen die Fetzen fliegen, weil sie werden ja, ich habe vorher gesagt, Amoklauf, aber zumindest ein wildes Attentat gegen Bürgermeister Michael Ludwig fahren. Also wir werden dem Bürgermeister Ludwig einmal die Leviten lesen. Die Leviten wollte ich ihm lesen. Denn ich sage Ihnen eines und das finde ich... Ich glaube, der wird Sie von Ihnen die Leviten nicht lesen lassen, na, oder? Doch schon, weil er aufgrund seines schlechten Gewissens. Und ich sage Ihnen eines und das ist etwas, was die Wienerinnen und Wiener ärgert und mich auch persönlich ärgert. Es gibt bis jetzt kein Wort des Bedauerns, keine Entschuldigung von Bürgermeister Ludwig an die Familie dieses Mädchens oder an das Mädchen selber. Jetzt hat es nicht das, wieso soll sich der Herr Bürgermeister dafür entschuldigen? Der ist ja nicht verantwortlich für das, oder? Entschuldigen Sie, der Herr Bürgermeister Ludwig lockt diese Menschen hierher mit einer Mindestsicherung ab dem ersten Tag. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Allein der Afghane, der gekommen ist aus Kärnten, der dann diese drei
Damen abgeschlachtet hat in diesem Asia-Studio. Mhm. Der hätte in Kärnten sein müssen. Warum kommt denn der nach Wien? Ja, haben wir ja berichtet, wie Sie wissen. Ja? Genau. Warum kommt der nach Wien? Weltbürgermeister. Weil er mit dem Auto hergefahren ist, leider. Ne? Ja, auch. Ja. Aber warum kommt er hierher mit dem Auto? Weltbürgermeister Ludwig ab dem ersten Tag sofort die Mindestsicherung auszahlt. Der zahlt dann subsidiär Schutzberechtigte, was gesetzlich gar nicht vorhergesehen ist. Subsidiär Schutzberechtigte sind die, die kein Asyl bekommen, aber nicht mehr abgeschoben werden können. Die wären eigentlich in der Grundversorgung... Also, nein. Sie meinen allen Ernstes, ich meine, das wird ja morgen fast zu einer Schlägerei im Gemeinderat führen. Sie sind allen Ernstes der Meinung, der Herr Bürgermeister soll sich entschuldigen, weil eine Reihe von wild gewordenen Jugendlichen wahnwitzigerweise ein 12-jähriges Mädchen vergewaltigt haben? Ich meine, das ist doch etwas keck, oder? Nein, weil die politische Verantwortung bei ihm liegt. Lassen Sie mich noch aussprechen. Dieser Afghane ist ja nur hierher gekommen, weil hier... Das sind ja nicht der Afghane, das sind ja die anderen. Weil hier mehr ausgezahlt wurde. Ja. So, und jetzt jedes Mal heißt der Bürgermeister Ludwig, kann er nichts dafür. Der Bürgermeister Ludwig kann er keine Mauer um Wien hinbauen. Bürgermeister Ludwig ist nicht zuständig für den Grenzschutz um Österreich. Sagt er, wird er Ihnen auch morgen erklären. Das ist immer die Ausrede. Aber was ist denn gestellt worden am Parteitag der SPÖ? Am Parteitag der Bundes-SPÖ gab es drei Anträge der SPÖ Wien. Drei Anträge, für die Bürgermeister Ludwig direkt verantwortlich ist. Und die haben folgenden Inhalt gehabt. Der erste war sichere Fluchtrouten. Legale Fluchtrouten. Legale nach Wien. Das heißt, nicht sichere, sondern legale. Legale. Das heißt, sie dürfen alle legal kommen aus Syrien, aus Afghanistan, all die, die dieses Mädchen vergewaltigt haben, all die, die diese Messerstechereien machen, all die, die die Morde haben, möchte Bürgermeister Ludwig auf legalen Fluchtrouten nach Österreich haben. So. Also ich fürchte jetzt schon morgen bald um die Saalordnung, wenn Sie so weitermachen. Nein, aber bitte sehr. Ja? Der zweite Antrag ist, damit sie ja nicht alle straffällig werden, zahlen wir Schutzgeld im Rahmen der Mindestsicherung, das heißt Sozialleistungen ab dem ersten Tag, war der zweite Antrag. Das heißt, sie kommen hierher und bekommen sofort ab dem ersten Tag, wo sie Asylberechtigte sind, Sozialleistungen. Gut. Und dann der dritte Antrag, keine Abschiebungen mehr nach Afghanistan, weil du dieses zu unsicher. Nein, zu dem Antrag ist ja nicht gekommen. Und sofortige Einbürgerung und Präferierung bei der Vergabe der Staatsbürgerschaft. So, diese Anträge, die Ludwig gestellt hat, in seinem Rahmen, in seiner Verantwortung als Wiener Landesgruppe, hat er dort eingebracht. Sie wurden dann verwiesen auf den Bundesvorstand. Aber man sieht die Intention dahinter. Und jetzt glauben Sie nicht, dass diese Signalpolitik oder diese Willenserklärung ja nur beim Parteitag bleibt von der SPÖ. Das spricht sich ja herum. Da gehen ja sofort die Walkie-Talkies um und um bis runter nach Afghanistan, nach Syrien, wo heißt legale Fluchtrouten. Wien ist das Paradies für euch. Glauben Sie? Nach Afghanistan. Walkie-Talkie, Buschtrommel oder was weiß ich. Ich sage Ihnen nur noch Folgendes. Ja? Glauben Sie denn, warum sind denn in Ungarn nur 48 Asylanträge? Na, weil die alle nach Österreich geschickt werden, da ist dort nicht einmal mehr einen Euro gibt. Weil es keinen Euro gibt. Nicht, weil sie geschickt werden, sie kriegen dort nichts. Also wandern Deshalb sie weiter. Fahren sie weiter. Also wandern sie weiter. Das heißt, was ist die Lösung? Keinen Euro mehr kriegen. Das heißt, wenn sie bei uns nichts mehr bekommen, ziehen sie auch weiter Das ist der zweite große Punkt. Erstens mehr Polizei, zweitens keine Sozialleistungen. Und drittens Asylstopp. Das sind Ihre drei großen Punkte. Ja. Plus zahlreiche andere. Da wird es ja morgen zumindest zu einer verbalen Schlägerei kommen im Gemeinderat, würde ich einmal sagen. Ich sage Ihnen, meistens vermeidet der Bürgermeister Ludwig die Debatte im Gemeinderat. Das heißt, er erscheint nur kurz und geht wieder. Und die anderen ein bisschen schlecht gehen, nehme ich an. Ich bin gespannt. Die Emotionen werden hochgehen. Sie werden darüber berichten. Ja, natürlich. Ich freue mich schon darüber. Ja. Und dann schauen wir mal auch, Ludwig könnte jedes Mal das Wort ergreifen. Ich bin dann gespannt, aber Sie wollen ja dort morgen offenbar den Wahlkampf starten, ne? Ich starte keinen Wahlkampf, weil ich ständig im Kampf für die Wiener Bevölkerung bin. Ich bin tagtäglich, das ist ja typisch mal SPÖ-Denken, kurz vor im Wahltermin begebe ich mich in den Wahlkampf. Ja.
Brauche ich nicht. Sie haben einen permanenten Wahlkampf, meinen Ich habe keinen permanenten Wahlkampf. Ich bin permanent im Einsatz für die Wienerinnen und Wiener. Gut. Egal, ob das einen Tag nach der Wahl ist oder einen Tag vor der Wahl. Ich setze mich dafür ein, weil ich möchte, dass Wien ein besserer Ort wird. Und ich möchte, dass Wien wieder so wird, wie ich es selbst als Jugendlicher erlebt habe. Meine Werden Kinder, Sie auch einen Neuwahlantrag morgen stellen oder nicht im Gemeinderat? Neuwahl so schnell wie möglich. Nur im Moment hängen sich ja selbst der Herr Mara von der ÖVP hängt sich ein mit dem Bürgermeister Ludwig. Es wird nicht durchgehen. Aber was ich sagen wollte, ist, ich möchte, dass ja Wien wieder so sicher wird wie früher. Ich als Kind konnte mit der Straßenbahn um dumm fahren ohne Gefährdung. Meine Frau konnte noch bis vor kurzem laufen gehen in der Prater Hauptallee, ohne von Afghanenbanden am Praterstern irgendwie deppert angemacht zu werden. Und das ist alles weg. Und genau deswegen sage ich, holen wir uns endlich unser Wien zurück. Das geht aber nicht mit einem Bürgermeister Ludwig. Und darum freue ich mich schon, weil Sie sagen Neuwahl. Ja. Aber spätestens bei der Wahl im Herbst 25, wenn es geht um den Bürgermeister, gehe ich ins Rennen. Ich fordere den Bürgermeister raus. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man wählt Bürgermeister Ludwig, der jeden anderen, der hierher kommt, an erster Stelle stellt. Oder man wählt mich als FPÖ, wo es eine rot-weiß-rote Lösung gibt, wo der österreichische Staatsbürger wieder an erster Stelle steht, wo es auch Sozialleistungen nur noch gibt für Staatsbürger. Ja, und Sie wollen morgen aus Favoriten ganz Wien machen und mehr oder weniger Wien zum Blutbad erklären? Nein, überhaupt nicht. Naja, das hat gerade gesagt. Sie haben gesagt, das ist Favoriten ist gleich Wien. Und in Wien kann keiner mehr auf die Straße gehen, ohne belästigt zu werden. Ich sage, dass Favoriten eins Kriminalitätshotspot geworden ist, wo es tagtäglich, braucht man nur die Zeitungen aufschlagen oder Fernseh schauen, es Messerstechereien gibt, es Vergewaltigungen gibt, es Mord gibt, Entführungen etc. Es ist ein Kriminalitätshotspot geworden. Leider breitet sich das aus auf immer mehr andere Bezirke, wie zum Beispiel in der Brigittenau, wo es den Machetenmord gegeben hat, wo die Scharia-Polizei umgeht. Und andere Ecken von Wien, und das wollen wir nicht, darum wollen wir das so stark wie möglich eindämmen, dass eben nicht ganz Wien Favoriten wird, sondern dass dieses Problem in Favoriten gleich von Anfang an im Keim erstickt wird. Das wird es aber nicht geben durch eine reine PR-Politik von Innenminister Karner. Es wird nicht durch einer wohlwollenden Rede durch Bürgermeister Ludwig gelingen, sondern es geht einfach nur dann, wenn es auch auf Bundesebene und in Wien dann spätestens 25 einen Wechsel gibt, wo freiheitliche Politik, und das ist rot-weiß-rote Politik, wieder im Vordergrund steht. Das heißt, es wird morgen heftig werden? Naja, also ich werde beinhart abrechnen mit Bürgermeister Sie werden beinhart abrechnen? Ja klar, man muss ja auch jemanden, der versagt, und das ist ja nicht nur sein Versagen, sondern es geht ja darum, dass ganz Wien darunter leidet, das muss man ihm ja auch wie einen Spiegel vorhalten und ihm einmal erklären. Sie werden beinhart abrechnen. Sie wollen einmal erklären, was er verbockt hat. Den Bürgermeister dafür verantwortlich machen, dass es in Favoriten vor dem Tichy-Eis-Salon am Messerstecherei. Ich sage Ihnen was, unsere Frauen werden vergewaltigt, unsere Kinder werden angepöbelt, unsere sogar Soldaten, die sich dafür einsetzen, dass Sicherheit ist, werden abgestochen. Das ist der Ausfluss von Ludwigs Willkommenspolitik. Und genau das werde ich ihm auch morgen sagen. Die werden Ihnen morgen sagen, Sie sollen die Kirche mal im Dorf lassen, wie es so schön heißt. Weil das, was in Favoriten passiert, passiert ja nicht jeden Tag in ganz Wien. Es passiert jeden Tag in Favoriten. Und bald. Naja, jeden Tag auch nicht. Das passiert ich weiß nicht, immer öfter in Favoriten, ohne Frage. Also, wenn jetzt die letzte Woche aufschlag, sei es jetzt Ihre Zeitung Österreich oder andere Tageszeitungen, gibt es jeden Tag in der Früh eine andere Schlagzeile, wie es dort zugegangen ist. Und sogar eine Stunde, ich habe es vorher erwähnt, nachdem der Innenminister Karner dort ist, mit einem groß aufgebotenen Polizei, um zu zeigen, wow, ich bin der Machercheck, Johnny Lessig. Eine Stunde danach kommt, ziehen wieder alle ab, gibt es dort Messerstechereien. Also das ist einfach, das darf man nicht mehr. Und Sie sagen, Favoriten ist Wien. Ich sage, Favoriten ist ein Kriminalitätshotspot, der sich ausweitet auf ganz Wien mit Jugendbanden. In anderen Bezirken haben wir schon. Und wir müssen jetzt reagieren, jetzt handeln. Und das geht nicht durch Workshops, durch Arbeitskreise, wie es vielleicht die Neos wollen, oder irgendwelche neue... Jetzt wissen Sie aber schon, dass der Bürgermeister, den Sie da jetzt morgen ans Kreuz nageln wollen, ja auch der Bürgermeister jener Stadt ist, die derzeit regelmäßig zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt wird. Für die Top-Manager und Superstars. Na, nicht nur, sondern auch zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt wird. Also wenn man erstens
wenn man nur Expats, also Manager aus dem Ausland befragt, die viel Kohle haben. Es gibt ja auch andere Mörser-Studie, die immer zitiert wird. Ja, aber es gibt ja auch andere Umfragen mittlerweile in Mass, wo Wien immer in der Top 3 der lebenswertesten Städte ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auch diese Mörser-Studie hernimmt, da sind Expats, Top-Manager, Millionenstark. Wenn ich im Penthouse irgendwo wohne und dann mir jeden Tag die Top-Loge leisten kann in der Staatsoper und dann auch noch den VIP-Bereich in einem Fußballmatch, und auch nur mit dem Chauffeur von A nach B fahre, ist Wien sicher eine leibernde Stadt. Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber wenn man halbwegs das Gehör und die Ohrwascheln irgendwie da mal ausfährt, und ich nehme den Bürgermeister Ludwig gerne mal an der Hand und ich gehe mit ihm durch Favorit. Das wäre spannend. Ich sage Ihnen, sind wir live dabei? Mach mal eine Aktion. Sie nehmen den Bürgermeister Ludwig an der Hand. Machen Sie eine, mit ihm durch Favorit. Machen Sie eine Aktion. Fragen Sie an im Bürgermeisterbüro. Wir machen eine gemeinsame TV-Show. Aber Favoriten Bürgermeister Ludwig. Kann Ihnen jetzt schon. Ja, weil er sich nicht traut, weil er feig ist. Na, weil er nicht mit Ihnen durch Favoriten geht. Der geht nicht einmal alleine durch Favoriten, außer vielleicht mit einem Polizeischutz. Weil wir sagen, mit dem Rotzbuben nicht. So kenne ich ihn ja. Bitte? Wenn er das von mir hält. Ich sage ihm nur eines, gerne, ich reiche ihm die Hand, damit er endlich einmal die Augen wieder öffnet. Ja. Fragen Sie morgen an, schreiben Sie eine Mail ans Bürgermeisterbüro, gehen wir gemeinsam durch. Morgen schauen wir uns einmal an, was im Rathaus passiert, ab heute nun, ab 12 Uhr, wie lange wird das dauern, Ihrer Meinung nach? Nicht, ich meine, eine normale Debatte wird es um die 3-4 Stunden dauern. 3-4 Stunden. Also das geht bis am Nachmittag, 4 Uhr, wenn Sie richtig in den Rasch kommen, vielleicht bis 5 Uhr. Wir freuen uns drauf. Dominik Knepp mischt morgen die Stadt auf, Erdbeben im Rathaus, ab 12 Uhr Mittag. Dominik Knepp ist dafür verantwortlich, wenn es bei Ihnen zu Hause ein bisschen rüttelt. Gut, danke fürs Kommen, Herr Knepp. Danke für die Einladung. Im Herbst 2025 wollen Sie Bürgermeister sein, also schauen Sie sich diesen Mann bitte genau an. Morgen sorgt er für einige Aufregung. Das war's, wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommen gleich Chapp und Westenthaler und werden heftig über das diskutieren, was Sie da jetzt etwas rotzfrech angesagt haben. Dankeschön, morgen 12 Uhr mittags. Ö24 TV, der Sondergemeinderat im Wiener Rathaus. Wir sind gleich wieder da.